Hallo ihr Lieben da draußen, heute mal ohne Lächeln. Ich bin noch, mir geht's nicht gut. Aber nichtsdestotrotz wollte ich allen, die irgendwie noch Sachen aussehen wollen, nochmal den Startschuss geben. Auch jetzt am Wochenende könnt ihr das noch machen mit der richtigen Erde. Und ich habe im letzten Video auch schon was dazu erzählt. Und ja, meine Sachen gingen letzte Woche raus. Das war das hier bis zu der Stelle. Das, was ihr hier seht, das gehört dem Herbert. Das auch. Hat auf der Fensterbank vorgezogen. Das ist eine Geschichte, die mache ich nächstes Jahr auch anders. Ich habe eigentlich auf Herbert hören wollen, das so machen wollen wie er, aber jetzt hat er das nochmal anders gemacht, als er das wohl normal macht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt der Herbert, diese Woche geht das auf jeden Fall noch. Und damit ihr mal seht, was ich so ausgepflanzt habe, ausgesät habe. Hier habe ich Tomaten. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Hier die Zuckerbosch, die Bosch-Tomate, die super leckere, die ich so feier. Ida Gold und Martina. Die Ida Gold, die mochte der Flo so gerne, deswegen haben wir da auch so viele. Und Martina ist eine frühe Sorte, auch 6 Pflanzen. So, und hier haben wir Blumenkohl, Rotkohl, Weißkohl. Dann haben wir hier die Physalis-Sorten, Anbeere, Tomatillo, Schönbrunner Gold. Die Luffergurke, vielen Dank an die Anni, wenn sie das sieht, und die Salatgurke. Also so sieht das aus. Und die Fächer sind noch frei, die wollte ich eigentlich jetzt aussehen, aber ich komme nicht so klar psychisch, dass ich kann gerade keine Freude entwickeln. So. Das gehört halt zur Depression dazu. Ach, wieso mache ich denn auf? Das war keine gute Idee. Egal, das war es auch schon. Ich wollte euch einfach nur kurz zeigen, was ihr machen könnt, weil ich auch so viele Anfänger dabei habe. Und ja, ich werde mich für meinen Zustand nicht entschuldigen. Ich würde auch super gerne drüber reden, aber auf YouTube kann man nicht mehr frei reden über sich selber, weil es kein Wahl, Punkt. Ich kann nicht mehr frei reden. Die Videos, die es letztes Jahr von mir gab, die sind nicht mehr möglich. Das wird alles wegzensiert, sowas. Ja, ist so wie das ist. Jetzt sehe ich doch noch mal ein paar Sachen. Kann euch ja mal was zeigen. Vielleicht frischt das auch meine Laune auf. Hier sind auf jeden Fall kleine Pflänzchen zu sehen. Da auch. Wir haben immer meistens so 2 pro Loch genommen. Ja. Ja, bei Herbert sieht es schon besser aus. Aber nur ein kleiner Vorsprung. Ich glaube, das holen wir noch auf. Ja, hier hätten wir da Petersilie ausgesät. Egal. So, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ich kann nicht sagen, wann ich mich wieder melde. Sowieso, mein letztes Video hat 5 Anläufe gebraucht. So schwer fällt mir das mittlerweile, Videos zu drehen. Vor allen Dingen auch aus den eben genannten Gründen. Nicht mehr frei reden zu können, so wie es vorher war. Und somit, ja, egal. Ich bin jetzt raus. Tschüss.